weil Sie gesagt haben, dass keiner reagiert da und macht da was. Und es ist ja jetzt nicht so, dass Frau Merkel gerade erst an die Macht gekommen ist. Sie hatte 16 Jahre Zeit. Und ich finde es immer irre, wenn die Politiker sagen, ja, man müsste mal was tun. Ja, wenn dann die. Ja. Gut, oder? Das kann man ja allgemein. Also Herr Schulz ist ja auch völlig unpolitisch und fängt ganz neu an. Ja. Und Lindner und die Grünen auch. Als hätten sie nie mit irgendwas zu tun gehabt. Ist das nicht auch eine Enttäuschung der Leute, die dann doch zu einem, ja, Populisten haben doch einfaches Geschäft. Sagen Sie mal, sind etablierte Parteien nicht populistisch? Das machen die doch. Das machen die gut, doch das haben auch. Wir ja eben in den O-Tönen gehört, so, wie populistisch. Das ist doch kein Phänomen, wo man nur sagen kann, das macht die AfD oder die Linkspartei. Das ist weit verbreitet. Jeder versucht mit der Angst, sein Geschäft zu machen. Die Frage ist nur, ob es Beschwichtigung ist und ob es eine Vortäuschung falscher Tatsachen ist und falscher Lösungskompetenzen oder ob man wirklich da dran geht. Ne? Ich meine, die Klagen bei Lehrerinnen nehmen zu, die es auf den Schulen nicht mehr hinkriegen, Flüchtlinge zu integrieren. Das sind ja alles Folgeschäden. Wir haben eine Belastung im Bundeshaushalt, in den Landeshaushalten, die immer mehr zunimmt. Als man vor 2 Jahren davor gewarnt hat, dass es so kommen würde, da wurde man wirklich stigmatisiert, weil es keiner hören wollte. Und es war aber absehbar. Und die Leute, die haben ja eine normale, aufgeklärte Vernunft. Die wissen das doch. Wenn sie viele Leute reinlassen, die aus einer Kultur kommen, die schwierig zu integrieren ist, mit einer Religion, die zumindest zwielichtig ist, dann wird es Probleme geben, große Probleme. Und dann kommt von oben aus der Politik das Signal, das kriegen wir schon hin. Und da unten müssen die das lösen. Die können es aber nicht mehr. Ja, also, und dann kommen ja eben junge Männer aus diesen Kriegsgebieten, auch mit der Religion im Rücken. Ja. Und da gibt es eben das gefährliche Phänomen, was so keiner sehen will eigentlich, was wir als Hirnforscher natürlich sehen, ist, dass die Persönlichkeit eines Menschen spätestens bis zum 20. Jahr, eigentlich schon bis zum 12. Jahr ausdifferenziert ist. Das heißt, Charakter, Temperament, Persönlichkeit ist durch und auch kaum noch zu verändern. Das heißt, die jungen Menschen, die rüberkommen, da kommt ein irres Gewaltpotenzial rüber. Und die sind völlig mit anderen Wertvorstellungen da. Und das ist eine Zeitbombe, die wir in uns haben, weil die gar nicht unsere Werte verstehen können. Wir können sie ihnen auch gar nicht mehr beibringen. Und wenn wir schon mit Therapeuten einen Sinn haben könnten, den ich ja immer in Frage stelle, dann wäre das, dass wir mit diesen Flüchtlingen Therapie machen müssen. Aber da kann man auch nicht mehr viel erreichen. Das muss man mal akzeptieren. Aber würden Sie dann... Spiegeln Sie das mal in die Politik rein. Ja, genau. Ja, das wollte ich gerade machen. Spiegeln Sie das mal in die Politik. Denn saß hier Claudia Roth, die sagt, wir machen alles, Integration und wir machen Kurse und alles so. Dann ist das Naivität. Ja, sicher. Da ist nichts zu integrieren in vielen Bereichen. Du kannst die Sprache lernen, aber nicht den Kulturkreis, nicht die Religiosität, nicht die Überzeugung und schon gar nicht das Gewaltpotenzial. Es kommen Menschen, die haben ein irres aggressives Potenzial, weil die in Kriegen aufgewachsen sind. Die haben gelernt zu kämpfen, die wissen gar nicht, wie Harmonie geht. Und das umzutrainieren, ist eine Irrsinnsaufgabe.